Moin moin und willkommen zurück hier zu Horizon, der Hauptquest Schöpfers Ende. Ich bin Olli und wünsche euch mal schön viel Spaß und ich sichere mir mal hier schon ein bisschen mein Rückzugsgebiet. Obwohl das die Mistviecher kaum jucken wird, gehe ich mal von aus. Ich denke mal, die Dinger hier interessieren die gar nicht. Mal sehen, ob Schock auch ein bisschen zieht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die waren hier nur so ein bisschen feuergefährlich. Aber ich versuch's mal. So, jetzt heiz ich mal einen von den Banditen an da hinten. Da wurde wohl jemand überrascht. Wow. Ballermann? Zwei sogar, her damit. So, ich muss mich mal kurz zurückziehen hier. Du Mistvieh. Schnapp ich mir nämlich mal den richtigen fetten Ballermann. Habe ich noch ein bisschen Munition? Jawohl. So, das war's für die verdorbene Zone. Klasse. Stufe 47 erreicht. Perfekt. Das war schön. Mit dem fetten Ballermann habe ich sie alle kaputt bekommen hier. Sehr schön. Sozusagen Ziel erreicht. So, jetzt geht's weiter. Nach da oben hin. Eclipse, wie er gesagt hat. Oh Scheiße, die rennen ja hier schon rum. Oh nein. Und verdorbene Wächter.
verdorbene Wächter als Wachposten. Die Eclipse und verdorbene Maschinen. Sie arbeiten zusammen. Eine glückliche Familie. Das war nicht so gut, dass der mir jetzt dann reingelaufen ist. Was er wohl bringen wird. So, können wir den hier wenigstens gleich mal ausräumen. Da sind ein paar. Schenkt mir keine Beachtung. So, haben sich die Minen hier Tatsache gelohnt. Wow, den habe ich blind umgenietet. Sehr schön. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Nur noch die alten, vergraben in der Erde. Lass sie ruhig alle herkommen. Sehr schön. Den habe ich auch gut getroffen. So, da ist der nächste. So, erstmal sehe ich hier keinen mehr. Sehr gut. Hier rumzuschleichen und ein paar von den Banditen hochzunehmen, das ist sogar ein wenig spannend. Finde ich jedenfalls. Diese Grabungsstellen. Sie sind riesig. Eine Ratte. Irgendwas Rattiges brauchte ich noch. Wo ist er? Schade, nur ein bisschen Fleisch, winziges. Ich brauchte irgendwie noch Rattenknochen irgendwie oder Rattenhaut. Und so ein Genöse brauche ich noch. Also hier rennen ein paar Ratten rum. Kann sein, dass ich tatsächlich noch zu meiner Rattenhaut komme. Ist es tatsächlich wahr, dass ich hier von den Pappnasen keinen mehr sehe? Kann doch nicht sein. So, genau, hier war doch noch ein altes Gefäß. Das muss da hinten drin sein. Muss ich mal sehen, wie ich da hinkomme.
Explosion. Also das hört sich gar nicht gut an. Da ist mein Objekt der Begierde. Ich komme aber von da irgendwie nicht rein. Ich muss hier rum. Vorsicht da unten. All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Okay, hier steht ein bisschen mehr rum. Komme ich mit dem Pfeil bis da hinten hin? Da liegst du gut. So, jetzt heißen natürlich alle aufgescheucht. Oh. So, falls ein paar hinterherkommen. Ich habe eine kleine Überraschung. Ein paar schöne Sprengseile gespannt. Und es sieht so aus, als das interessiert keine Sau. Bin ich runtergesprungen, das war keine gute Idee. Komme ich jetzt hier irgendwie noch rauf? Ja, sehr schön. Belassen wir es fürs Erste dabei, Brüder. Der war gerade umsonst. Mit Ihnen an unserer Seite wird Meridian wieder uns gehören. Ich komme hier raus. Thank you.
So, wieder hier runter gehüpft. Sie ziehen weiter. Den Spaß mache ich mir noch, den stecke ich hier zusammen. Da brutzelt er vor sich hin. Haha. Sie haben einen Todbringer beim alten Turm gefunden. Er wird sich nicht so leicht aus seinem Kater fallen lassen. Wo stand der, der hier geschnackt hat gerade eben? Ach, der ging einmal mal so richtig daneben. Eine Schneewehe. So, mal sehen, ob die beiden Dinger was bringen. Das hier ist erledigt. Ah, die lasse ich mal hier noch hängen. So, ansonsten sehe ich hier keinen mehr. Das heißt, ich kann hier locker in... Ich bin noch gar nicht da, an diesen Eingang da gehen. So, der ist weg. So. Das war gerade der nächste. Kopfschuss. Na, wie hat das denn funktioniert? Nee, schlecht. So. Ich muss jetzt hier rein.
hoffe, das bricht hier nicht zusammen, das Ding hier. Das ist ja nicht so schön. Und irgendwo habe ich es doch schon blinkern sehen. Ja, hier ist es. Sehr schön. Und hier haben wir auch das alte Gefäß. Klasse. Und Ding-Ling-Ding-Ling-Trophäe erhalten. Alle alten Gefäße gefunden. Ey, was ballern die denn hier rum, wie die Verrückten? Ist ja unglaublich. Oh, hier liegen noch ein paar Geschenke. Von dem Verwüster. Oh, habe ich überhaupt die Schöpfers Ende? Begib dich zu den Ruinen, habe ich gemacht. Ach, halt mal. Guck mal hier oben. 3 Stück wieder frei. Anführerschlag nicht, sondern... Och, ich mach mal hier... Nee, Bastler. Ich will meine Waffenspulen zurückhaben. Das hier ist kein Ort für mich. Dunkel, kalt und das Graben in gefrorenem Boden. Ich vermisse Sonnenfall. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. So, die Lichter habe ich ausgeknipst. Alle anderen. Muss ich mal so sagen. Sind mir schon vor die Flinte gelaufen. Oder vor den Pfeil. So, ich muss jetzt wohin? In diese Richtung. Guck mal auf die Karte. Jawohl, hier ist der Weg. Da war ich doch schon eigentlich da. Ich Troll, warum bin ich denn zurückgegangen? Meine Güte. Okay, kann mal passieren. So, hier kam ich hoch. Hier ist der Weg. Was ist da nur los? Ich werde es gleich erfahren. Boah. Noch eine Explosion. Was ist das? Waffen einsatzbereit. Wir rücken aus. Und Tempo bitte. Todbringer. Bald ist der Ding funktionsfähig. Noch ein Todbringer an unserer Seite. Das muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Passender Name. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Oh, jetzt yes, alle Maschinen katalogisiert. Das geht ja wie das Brezelbacken hier. Ist ja unglaublich. So. Und ich habe gerade eine Entscheidung getroffen. An der Stelle mache ich mal einen Cut, sage Dankeschön fürs Reinklicken, wie ich den Todbringer umniete. Das erwartet euch denn in der nächsten Folge. An der Stelle Dankeschön fürs Reinklicken. Tschüss, euer Olli.